Und damit schauen wir aber auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Hochwasserlage, denn sie bleibt auch in diesen Stunden in weiten Teilen Deutschlands erheblich angespannt. Betroffen sind 7 Bundesländer, am schwersten davon Niedersachsen. In mehreren Landkreisen gilt auch der Katastrophenalarm. Ja, hunderte Menschen mussten bereits ihre Häuser und Wohnungen wegen der steigenden Pegelstände verlassen. Sie wurden in Notunterkünften untergebracht oder sind eben bei Familie und Freunden. In Lilienthal bei Bremen, da gab es einen Deichbruch. Perdita Heise fasst die aktuelle Lage zusammen. Mit Sandsackbarrieren versuchen die Helfer hier in Lilienthal bei Bremen die Deiche zu sichern. Die sind nach Angaben der Feuerwehr unter dem anhaltenden Druck der Wassermassen bereits gerissen. Und das Hochwasser kommt den Häusern schon bedrohlich nah. Die Anwohner schichten auch hier Sandsäcke auf, so wie dieser 40-jährige Mann, der hofft, sein Elternhaus schützen zu können. Wichtig ist halt, dass Wasser nicht nach innen läuft, ne? Und deswegen haben wir jetzt alles gesichert, alles nach oben gepackt. Und dann können wir nur noch warten. Im Hof allerdings steht jetzt schon das Wasser. Hofgarten, wir haben da noch Ställe, ne, mit Werkzeug etc. Das musste alles hochgelegt werden. Ja, der Boden ist komplett hier unterspült. Ne, also wenn das Wasser dann mal irgendwann weg ist, dann dürfen wir mal alles aufnehmen und räumen. An so weitreichende Überschwemmungen kann sich hier im Ort kaum jemand erinnern. Ich habe das schon erlebt als Kind, war Lilienthal natürlich häufiger überschwemmt. Aber so wie dieses jetzt, das kennen wir seit 40 Jahren nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so das letzte Mal war. Das wird wahrscheinlich häufiger vorkommen. Und da hoffe ich jetzt mal, dass die Deichsicherungsmaßnahmen jetzt verstärkt werden. Denn die Flüsse Wümme und Wörpe treffen sich mitten im Wohngebiet. Und die umliegenden Felder sind vom anhaltenden Regen so durchnässt, dass das Erdreich kein Wasser mehr aufnehmen kann. Mehrere hundert Anwohner wurden evakuiert. Sie haben bei Freunden, Verwandten oder in Notunterkünften Unterschlupf gefunden. Nicht nur hier, auch im niedersächsischen Winsen an der Aller mussten rund 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen, um sich vor dem Allerhochwasser in Sicherheit zu bringen. Auch an der Elbe, wie hier in Dresden und in Nordrhein-Westfalen, führen einige Flüsse weiter Hochwasser. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.